Liebe Freunde der guten Information, der guten Musik und des deutschen Hip-Hops, ich bin heute für die Lübecker Nachrichten hier und moderiere euch ein bisschen die Auftaktshow an von Sido und Kool Savas. Wir sind hier auf dem Kalkberg in Segeberg. Hier beginnt eben die Auftaktshow von Royal Bunker. Und in den ersten Minuten seid ihr Zuschauer jetzt erstmal gefragt. Und zwar muss ich von euch wissen, wie die Einstellungen so sind. Wollt ihr mich lieber hochkant? Wollt ihr die Bühne lieber hochkant? Oder wollt ihr das Ganze lieber einmal gedreht haben für 90 Grad? Jetzt muss ich einmal auf die Kommentare klicken. Die sind noch nicht da. Also, schreibt ruhig unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Könnt ihr mich gut sehen? Könnt ihr die Bühne sehen? Wollt ihr das Ganze lieber gedreht haben? Ich brauche euch. Ich brauche eure Informationen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die Fragen natürlich auch sehr gerne unten reinschreiben und ich versuche dann Frage und Antwort zu stehen. Wir warten jetzt noch auf die Künstler. Das ganze Programm soll um 20 Uhr anfangen. Es ist jetzt ungefähr 5 Uhr, das heißt, das Ganze sollte demnächst losgehen und wir freuen uns alle auf die Show. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir dürfen hier die ersten beiden Songs die ersten drei Songs dürfen wir euch präsentieren. Und wir sind auf jeden Fall für den ersten Song für euch dabei. Und dann sehen wir mal weiter. Schönen guten Abend, ihr alle, die jetzt dabei sind, die eingeschaltet haben. Wollt ihr das Ganze im Hochkantformat oder wollt ihr das lieber quer haben? Schreibt das bitte einmal unten rein, damit alle auch ein schönes Live-Ergebnis haben, damit wir hier alle das Ganze ordentlich genießen können. Ich freue mich natürlich, dass ihr alle schön Hallo sagt und die Daumen schon rauswerft. Volker fragt schon, was hier los ist. Hier ist einiges los, hier geht's gleich los. Und zwar die Auftaktshow Royal Bunker. Für alle, die nicht wissen, was das ist, Royal Bunker ist das neue Album. Quer wird schon geschrieben, 16:9 und ohne Moderator. Und das geht leider nicht, das machen wir später. Du kannst dein Rädern tiefen. So, das geht leider nicht. Das können wir so nicht machen. Jetzt müssen wir einmal... Nee, das können wir so leider nicht machen. Ja, was ist Royal Bunker? Royal Bunker ist das Album. Das neue Album ist im letzten Jahr rausgekommen. Das Ganze ist im letzten Jahr im Sommer rausgekommen, wurde angekündigt auf dem Splash Festival. Da haben die Leute dann... natürlich gesagt, was ist das denn? Wer sind denn die beiden? Nein, das haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, Mensch, die beiden alten Leute, die wollen jetzt nochmal ein Album zusammen machen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und jetzt haben sie geliefert. Sie haben geliefert und es ist ein tolles Album geworden. Und es ist nicht nur ein tolles Album, sondern es wird wahrscheinlich auch eine schöne Tour. Und das Ganze beginnt eben heute hier auf dem Kalkberg. Und wir freuen uns alle Beteiligten, die eben hier sind. Wir sind schon ganz gespannt. Wir haben schon einen kleinen Blick auf die Künstler werfen dürfen. Die sind schon einmal kurz rausgekommen, haben sich das Ganze hier mal angeguckt, sahen schon sehr aufgeregt aus. Und genauso aufgeregt sind wir natürlich auch. Ja, moin, meine lieben Leute, am Kalkberg sind wir, genau. Alte Leute, von wegen. Natürlich sind das keine alten Leute, aber wenn man das Ganze auf die Musik bezieht, dann sind sie natürlich schon länger dabei. Das meinte ich dann. Der Beginn ist um 20 Uhr, also müsste eigentlich gleich losgehen. Wir warten auch jetzt nur noch auf den Startschuss. Könnt ihr mich denn alle verstehen? Könnt ihr das Ganze gut hören? Das wäre natürlich nett, wenn ihr da einmal unten was reinschreiben könnt. Jetzt wird mir natürlich hier schon ordentlich zugewunken. Hallöchen, liebe Leute. Ah, der Sound scheint gut zu sein. Das freut mich. Moin von einer norddeutschen Dirn. Ja, moin. Der Sound scheint gut zu sein. Das freut mich natürlich. Schön, dass das Ganze gut ist. Das geht, glaube ich.
Sind denn unter euch Kool Savas Sido-Fans dabei? Könnt ihr ja auch gerne unten einmal reinschreiben. Hörgerät ist an. Hier auch schon. Werden wir hoffentlich nicht brauchen. Die beiden sind wahrscheinlich laut genug heute. So, das Ganze füllt sich jetzt hier. Es wurde uns gesagt, dass insgesamt 3500 Besucher heute hier sind. Das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer für eine Auftaktshow. Danke an Edel. Wunderbar. Wie voll ist es denn? Ach ja, es ist schon ziemlich voll. Der Graben unten füllt sich. In den Rängen ist noch ein bisschen was an Platz. Aber es sieht schon aus, als würde das Ganze schön voll werden, beziehungsweise die Stimmung wird gut sein, das glaube ich. Gruß aus Schabbeutz. Es sind ganz schön viele Leute hier im Livestream, ich freue mich. Seid ihr schon alle aufgeregt? Na klar. So, jedes Mal, wenn hier die Musik natürlich ausgeht, fangen die Leute an, nervös zu werden. Ich bin auch langsam nervös, aber die Vorfreude ist groß. Jetzt geht's los, meine Freunde. Ich drehe jetzt die Kamera. Einen kleinen Videoeinschnitt von den beiden und hören jetzt immer kleine Teaser von den alten Songs von Sido und Kool Savas. Natürlich damals noch keine Kollabos. Natürlich zurück vom Kalkberg an all die Leute, die mir jetzt die Grüße aus euren Heimatstädten und euren Standorten zurückgeben. Ich freue mich. Wir alle freuen uns über die Grüße. Die beiden wahrscheinlich auch. Jetzt kommen sie raus. Ihr seid alle gefickt.
alles ist trist, ohne uns fehlt Farbe. Wenn sie sich weigern, uns zu feiern, schreien. Und wir zwei auf einem Album, du weißt, was das heißt. Was sind die Erfüllung deiner Träume wie ein Flaschengeist? Krasser Scheiß. Einfach alle finden richtig kalt und dreist. Aber warum? Weil ich aus dem Ghetto bin wie Wassereis. Oh shit, drauf geschissen, was die Presse denkt. Aha. Ich komm zum Interview im Kettenhemd, represent. Und jetzt pass auf, der nächste Satz ist bahnbrechend. Das waren die ersten beiden Songs. Was geht ab? Geil, das den ist letzten zeigen wir euch natürlich auch noch, den wir euch zeigen dürfen. Auch super Kulisse hier. Tut mir leid, dass wir nicht mit Indianern dienen können heute. Keine Pferde hier, keine Pferde heute, sorry, keine Pferde heute. Aber dafür machen wir eine Hip-Hop-Show hier heute Abend, ist das okay? Ist echt so, Dicker. Aber weißt du, manchmal, also bis heute ist es immer noch so, wenn ich Leute kennenlerne, die keine Ahnung haben, was ich für einen Beruf habe. Und wenn ich mit denen über Musik rede, dann fragen die mich, ja, wie ist es denn bei einer Hip-Hop-Show, was geht da so ab? Und die haben so bestimmte Klischee-Vorstellungen. Und ich muss dann sagen, tatsächlich, bis zu einem gewissen Maß ist das alles noch so, wie es ist, Alter. Oder hat sich jetzt nicht groß verändert? Nö. Im besten Fall geht man auf die Bühne und rockt, Alter. Denn bei uns ist es so, wir haben im Bunker schon regiert. Den Untergrund rasiert. Sie haben uns analysiert, studiert und dann ungeniert kopiert. Guck, ihr rappt alle wegen ihm und wegen mir. Rappen können sie ja.
Schade, dass es niemand interessiert. Seine Mama gönnt nicht mal. Ihr wart auf Agro, ihr habt Optik geschoben. Der erste Schock ist verflogen, doch immer noch sind wir oben. Rapper sind angsterfüllt, trocken am Boden, Hoffnung verloren. Hören den Lockruf des Todes, high von der doppelten Dosis. Mein Lieber, träum mal weiter, alles was du haben wolltest, hatte ich schon. Du bist mein Klon, also quatsch nicht so. Wasch den Thron. Damals mit den Jungs draußen auf dem Hof. Heute hat der Straßenjunge Haus und Boot, doch es ist alles noch beim Alten. Wo sind die Arme hier? Links, rechts, alle, come on. Komm schon. Sigi. Es ist alles noch beim Alten, beim Alten. Und ihr werdet uns nicht los, wir machen weiter, bis wir kalt sind. Rap die Suppe, wir das Salz drin. Bitte nicht schon wieder diese zwei Gestalten. Du die Runde, wir das Salz drin. Dicke, es ist alles noch wie damals mit 13. Wenn ich das Mic nehm, dann flutscht das wie Anal mit Nightcream. Es ist, als blieb die Zeit stehen. Jedes Battle mach ich klar mit deinem Abend vorbeigehen. Ich halte Rap die Fahne hoch, all die Jahre schon. Und wenn ich da bin, haben sie immer noch die Arme hoch. Und ich hab immer noch die Welt in meinem Fadenkreuz. Bedeutet, ich bin noch derselbe, nur der Bart ist neu. Aha, Bruder, vergiss mal diesen ganzen neuen Kinderkram. Mit so viel Talent wie wir beide im kleinen Kinderarm. Wir teilen uns den Kuchen und ihr Wichser kriegt nix. Habibi, ja, es ist wie es ist. Es ist alles noch beim Alten. Und ihr werdet uns nicht los, wir machen weiter, bis wir kalt sind. Rap die Suppe, wir das Salz drin. Bruder, es ist alles noch beim Alten. Und du sagst bitte, bitte nicht schon wieder diese zwei Gestalten. Du die Wunde, wir das Salz drin. Dicker, es ist alles noch beim Alten. Hab einen magnetischen Blick auf die Gäste, die stimmen jetzt in der Rüstung. Die Gold schimmert und blitzt. Sie finden keinen Frieden, hängen die Fliegen fest im Spinnennetz. Diese Image-Raps in der Hoffnung, dass sich dein Feld erschicken lässt. Mir nur von meinen Kursen stürzen, genügt nicht wirklich. Rollen, die ihr wollt, sind lieber mit dem Typen über 40. Hashtag Fakten, haben geackert für die Batzen. Fuchsen über uns hinaus, aber wir werden nicht erwachsen. Wer hat was gesagt, wer ist kommt doch nicht wegen dem Alter. Der beste Tag deines Lebens ist bei mir lediglich Alltag. Stani hoch, tausend Quatsch, von weiter von Money mit Show. Oldschool, Esser, der Tyrannosaurus. Es ist alles noch beim Alten. Wo seid ihr? Und ihr werdet uns nicht los, wir machen weiter, bis wir kalt sind. Kalt. Rap die Suppe, wir das Salz drin. Bruder, es ist alles noch beim Alten. Und du sagst bitte, bitte nicht schon wieder diese zwei Gestalten. Du die Wunde, wir das Salz drin. Dicker, es ist alles noch beim Alten. Sag mal, schon immer was Altes spielen? Auf jeden Fall. Come on, lutsch meinen Schwanz. Wo seid ihr? Bisschen lauter. Okay. Nutten sagen, Mr. Barsch, warum bist du hier weg von den Kanonen? Kein Plan. Ich glaub, ich hab einfach zu viel Hormone. Ich belohne geile Hof mit Scheiße auf den Tisch. Ich fick nicht so tief in der Loch. Da fall ich schwarz mit Flirte. Wir müssen jetzt leider gehen. Das war's von uns. Wir genießen jetzt auch weiter die Show. Danke an alle, die eingeschaltet haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, wir konnten euch einen kleinen Einblick in das Auftaktkonzert von Kool Savas und Sido geben. Ich gucke mir jetzt auch weiter die geile Show an. Und ich sage danke fürs Einschalten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.